Roman Gierthester. Ich möchte euch hier diese Kanzelheizung von Highlander vorstellen. Kennt vielleicht eine oder der eine oder andere von euch schon aus dem Campingbereich. Da wird es normalerweise dafür eingesetzt, um die Zelte warm zu bekommen. Und wir haben uns überlegt, wenn man damit die Zelte warm bekommt, dann kriegt man damit sicher auch mal eine Kanzel warm. Warum haben wir uns den Highlander angeschafft? Ganz einfach, wir haben sehr viel Schwarzwild, wir sitzen im Winter ganz gerne mal ein bisschen länger und wer von euch kennt es nicht, irgendwann werden die Füße kalt, irgendwann friert man ein bisschen durch und damit wir halt noch länger durchhalten, als die Sauen durchhalten, haben wir uns überlegt, statten wir alle unsere Schlafkanzeln entsprechend mal mit einer Kanzelheizung aus. Wir haben uns sehr, sehr viele Kanzeln dabei angeschaut, von Do-It-Yourself mit Teelichtern bis hin zu den Reifenfelgen, die schon auf Gierthester vorgestellt worden sind. Aber letztendlich sind wir dann bei diesem Produkt gelandet, weil wir mal sagen, das ist sehr, sehr durchdacht, es ist sicher, es funktioniert mit Gas, es ist leise und vor allen Dingen ist es sicher. Man muss keine Angst haben, dass die Kanzel irgendwie abfackelt. Es ist sehr, sehr einfach zu bedienen, ja, einfach ein Drehregler entsprechend hier, wo ich einstellen kann von aus bis maximal. Das Gas ist eingeklemmt entsprechend und um es anzumachen, muss ich einfach nur diesen Stift hier ziehen und den Drehregler einmal komplett rum, dann wird das über den Funke gezündet und es funktioniert. Dann kann ich noch einstellen, in welcher Intensität ich die Hitze haben möchte und dann in Kombination mit einer Decke wird es innerhalb von ein paar, zwei, drei Minuten unheimlich warm auf der Kanzel und man ist wieder gerüstet für die nächsten Stunden und den Sauen. Ja, wir haben sehr, sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Die Gaskartusche hält circa bei vollem Betrieb 8 Stunden lang, also vollkommen ausreichend für einen Abendansitz. Und wenn das nicht reichen sollte, einfach vielleicht noch eine Ersatzkartusche mit auf den Hochsitz nehmen und dann hält man auch noch mal ein bisschen länger durch. Ja, wie gesagt, wir sind sehr zufrieden. Vertrieben wir das Ganze. Wir haben es, glaube ich, im Internet bestellt, Highlander. Ich glaube, den deutschen Vertrieb hat die GSG. Ich gucke mal einfach, dass ich in dem Bericht nochmal einen passenden Link finde. Den stelle ich einfach mit rein. Ich würde mich freuen, euch demnächst wieder auf Gierthester zu sehen. Ja, wenn ihr gute Erfahrungen mit anderen Geräten gemacht habt, teilt sie mit uns auf Gierthester. Uns wird's freuen. Macht's gut.